bla, ich bin Fernsehen. Ich frag jetzt am besten gar nicht, was das wieder werden soll. Na, ich hab mich doch beworben für Stefan Raab seiner neuen Sendung als Showpraktikant. Und naja, da wollte ich schon mal ein bisschen üben. Kennst du die Sendung? Nein. Die kennst du nicht? Pass auf, Stefan Raab legt einmal Politiker ein und einmal Mitbürger. Und ja, die Mitbürger und Politiker diskutieren dann und am Ende wird das Publikum, wer am überzeugendsten war. Und der Gewinner kriegt dann 100.000 Euro. Muss den mal rinziehen. Ach, dieser Kram. Ja, davon halte ich gar nichts. Ja, wieso denn? Ist doch super. So hat man mal die Chance, auch, naja, dass die Jugendlichen sich auch mal ein bisschen für Politik interessieren. Ich finde die ganz gut. Ach, und der Raab ist dafür die beste Wahl, oder was? Das wird doch garantiert wieder so enden, dass die Politiker ins Lächerliche gezogen werden und die Themen auch. Merkt man doch schon an dem Preisgeld, was er vergeben will. Da wird jeder so quatschen, dass er Hauptsache gewinnt. Und ernste Diskussionen wird es nicht geben. Du unterschätzt das, Glaube. Ich finde das mit diesem ganzen Showcharakter ist eigentlich ziemlich cool. Ach, diese Politik-Talks, die sind doch sowieso nie ehrlich. Alle verkaufen sich so, dass sie Hauptsache gut dastehen und sagen, die Politik meiner Partei ist ja sowieso das Beste. Ach Quatsch, Mann, und genau das wird mit Raab seiner Sendung nämlich anders sein. Weil da wählt ja das Publikum, wenn der beste Redner ist. Und so kriegt man auch mit, was die alle so denken. Genau. Und du meinst, die Diskutanten werden dann ihre wahre Meinung sagen und nicht das, was sie denken, dass alle hören wollen, damit sie gewinnen? Ich weiß nicht, ob das so toll wird. Ach, der Raab hat doch Eier in der Hose. Lass doch erstmal abwarten. Vielleicht stellt er die richtigen Fragen, um die Leute richtig um den Zahn zu fühlen. Ich glaube, der hat richtig Pfeffer dahinter. Ja, na mal gucken. Für mich ist das nur wieder Geldmacherei und du willst da auch noch mitarbeiten, ja? Ja, na klar, weil... Ach Mensch, bla, ey, du kotzt mich an langsam. Ich hab keinen Bock mehr, du bist nur negativ. Ich hab keinen Bock, ich geh zu Stefan Raab, der ist wenigstens cool drauf. Nicht so blöd wie du. Ich hau jetzt ab. Tschüss, tschüss! Rot hier. Gibt's doch gar nicht. Kein Bock mehr. Wisst ihr was, ich bleib hier. Best Friends, bla, oder? Na, du bist mir vielleicht einer, hey. Warst du echt traurig? Ja. Ach Mensch, ich mach dir dein Lieblingsessen. Rote Beete mit Spaghetti. Okay. Ist gut? Ja. Okay.